leck, leck, leck. Die Urteil geht wohl weiter. Ja, machen wir Calavalenti weiter. Für einen Polizisten habe ich die verdammt schlechte Angewohnheit, mich von dem Fall, an dem ich gerade arbeite, aha, total einnehmen zu lassen. Aha. Ich bin völlig fertig. Alter, war gerade Gimli. Die ganze Nacht kein Auge zugetan. Irgendwas an dem Fall ist faul. Vielleicht, weil er ein Toter ist, der nach faule Scheiße riecht. Hallo Wolverine. Hi, Carla. Wie geht's denn so? Hi, toller Metalldetektor. Ist Tyler schon da? Nein, ich glaube nicht. Jo. Ich bin hier hinten. Ist die Pensionierung näher? Nicht schnell genug. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, jetzt geht's wieder. Ich hab Bock mit dem Typen zu reden, ne? Guck am Arsch. Hä? Da hinten, da macht die mit Kniebeuge. Zack! Nein, Spaß. Leutnant Carla Valenti und Sergeant Tyler. Nachname vergessen. Nicht gesehen, beziehungsweise. Hallo, kann ich mit euch reden? Ihr No-Name ist Statisten? Nein? Hallo, ich kenne dich nicht. Hallo, Carla. Nicht. Hallo, 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 darf ich hier? Hallo. Hallo, Inspektor. Hey, ist mal Mario. Hi, Frank. Hi, Carla. Gut geschlafen? Welche Zeitverschwendung. Ich kann auch genug schlafen, wenn ich tot bin. Falls ihr euch fragt, was ich hier mache, hier Leute. Ist Carla. Ich laufe immer einmal das ganze Präsidium. Hallo, Carla, wie geht's? Das macht mir meine Beine warm, den Kopf frei. So, müsst ihr auch mal probieren. Hey, Carla! Bestell deinen Partner, er soll mir die 100 Kröten zurückzahlen. Die schuldet ihr mir seit 6 Monaten. Echt so, Alter? Was machst du von der Seite an, Peter Parker? Selbst mit ihm. Der meidet mich aber wie die Pest. Alter, bist du voll die Schwuche. Außerdem hört er hier nur auf dich. Jeffrey. Bis später, welcher Typ, Jeffrey. Welcher Mutter hat seinen Sohn Jeffrey, ey? Alter, da wird mal eine scheiß Tür reingehen, ey. Hey, Carla. Hi, Garrett. Wart mal, Carla. Alter, was hast du da für ein ich Ding Ich habe an? Einige Ergebnisse von den Untersuchungen vom Restaurantmord. Super. Sobald Tyler da ist, kommen wir vorbei. Okay, ich bin den ganzen Morgen hier. Tyler, warum kriege ich immer so... Scheiße, ey. Ich ruf mal soll er mal anrufen? Dann lasse ich mal eine verfickte Tür jetzt mal rein. Na, endlich. Brauche ich ein schönes Büro, ey. Nicht. Sogar ein Drucker, der Hightech ist. Mach dich nackig. So, ein Drucker. Oder was auch immer das ist, ey. Erstmal ein Glas Wasser, komm. So ein Becher Wasser, meine ich. Da pinkelt mir in meinen Becher. Na also, so gut, bist nicht mehr nervös. Bist ein bisschen gestresst. Ist nervös schlechter als gestresst? Ich finde nicht. So, mach ein bisschen die Fenster auf, damit ein bisschen Sauerstoff ins Gehirn kommt, das besser verarbeitet werden kann, wo mehr ATP gebildet wird und dadurch mehr Energie freigesetzt ist für alle Vorgänge im Körper. Nein. Guck mal, wie die aussieht. Schweinebacke. So, Telefon. Du Womanizer, ey. Womanizer. I got a hip, hop, the hip. I got a hip, hip, hop, the hip, hop. Ja? Weißt du, wie spät es ist? Verdammt! Beweg dich! Die Bedienung kommt heute morgen, um ein Phantombild des Mörders anzufertigen. Ja, Tyler. Schon unterwegs. Tyler! Steh auf, du Penner. Carla Valenti. Nein! Oh, ich will mich nicht hinsetzen. Das ist so langweilig, ey. Wo ist er mal? Ey, Basketball spielen. Tylers Basketball ist immer noch hier. Wie oft muss ich es sieht aber gar nicht böse sagen? Aus. Oh, ich kann Tyler spielen. tschüss, Honey. Ich muss jetzt zur Arbeit. Okay. Überredet. Bleib doch noch ein bisschen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt los. Ich mach uns Kaffee. Okay, ich spring unter die Dusche, zieh mich an und dann bin ich weg. Get the hip, hop, the hip. And the hip, hip, hop, the hip, hop. Ich gehe unter die Dusche. Aha. Das ist chillig. Nein, ich steh wieder auf. Wo ist denn deine Dusche, du Funky Bunky? I got a hip, hop, the hip. Ah, perfekt, direkt. Wieder steht so. Ey, ich geh da rein. Vor die Gangsterfrisur, als sie aussieht so von Metzgerfrauen, die so ein Netz um die Haare haben hinten, ey. Wow.
Erotische Musik. Alter, ich will nicht auf... Komm zur Dusche, komm zur Dusche! Links, links! Falsche Richtung! 31. Das was zu bedeuten? Egal, ey. Was soll jetzt diese... Hä? Was soll jetzt diese hässliche Zwischensequenz, ey? So, ich muss pinkeln. Wo ist meine Toilette? Da ist meine Toilette. Strollaulala. Strollaulala. Fühlt sich besser, weil der Stroller muss. So. Was gehört dazu? Hände waschen. Ih, da will ich die Hände nicht waschen. Aha, hey, sagst auch immer zu mir. So Alter, aus. Du hast ja nicht die Hände gewaschen. Okay, dann nicht. Okay, du hast gerade geduscht. Ich meine, okay. Seid ihr verziehen. Der Stängel dürfte... Alter, was ist hier auf dem Boden, ey? Wilde Orgie. So, ziehen wir es mal an. Ja, anziehen, Alter. Ne, ich mach nur die Tür auf, um zu gucken, was da drin ist. Erstmal ein Radiodefekt. Hast du das defekt gemacht? Na, so ein Zettel da geklebt, so der war defekt. So, warum ist mein Radio defekt? Das war schon immer defekt, glaub mir. Hey, hier ist so ein Dings da. Hantel, scheiße. Nein, ich will... Okay, ich guck mich an. Es leckt das immer so vogelig. Boah, dein Tattoo da. Alter, jetzt mach diese scheiß Hantel. Das ist Socks. Socks. Eine der Figuren aus meinem Lieblings. Das ist eine Socke. Es ist schon total hell. Carla wird mich umbringen, hast du vergessen. Ach stimmt, ich sollte mal die... Ach nee, ist sowieso unordentlich, ey. Ich muss schon die Dinge dazu machen. Alter, du mit deinen 80er Jahre Pulli. Die funky Zeiten sind vorbei, mein Freund. Sam. Sam schmollt mal wieder. Warum? Hast du dich befriedigt? Und ich weiß auch warum. Geil, ey. Alter, du bist voll der Hippie, ey. Komm, machen wir uns Musik an. Wie, du hast jetzt nur Hippie-Musik oder so. Komm, machst du so, geil, der Hip. Ha, der Hip. Ach komm, diese Musik passt echt zu dir, Alter. Motown. Meine geliebten Motown-Platten. Nicht für alles Gold der Welt würde ich... Das ist so voll der Altmodus, ich weiß nicht. Du, guck mal, der läuft, ja. Dum, dum, dum. Da, dum. Der, ich will den Scotch. Kaffee! Leg dich wieder hin, Sam. Du holst dir sonst bei der Kälte noch den Tod. Ich friere nicht. Oh Mensch, Sam, fang nicht wieder an. Ich hab nicht vor, heute den Löffel abzugeben. Das macht mich allmählich wahnsinnig. Ich sterbe jeden Tag vor Angst, dass dir etwas zustoßen könnte. Zärtlich. Ich verstehe dich ja, Sam. Oh. Du brauchst eben Zeit, nicht. Ich bin voll der Schleimer. Es tut mir weh, dich so zu sehen. Das weißt du doch, Baby. Und jetzt übertreibst du. Denkst, wir könnten den Laden meiner Eltern in Florida übernehmen. Ein normales Kind ist scheiße. Und ein Baby bekommen. Einlenkend überzeugend. So ein Leben wäre nichts für mich, Sam. Ich habe schon zu viel mit Gewalt gehabt, bin perfekt, jetzt so ein 0815 Leben zu führen. Ich weiß, du liebst mich selbst. Ach, ich bin voller Frauen, verstehe. Versuch, mich zu verstehen. Wow. Hang it up. Was ist das für einen lästigen Fernseher, Alter? Hä? Nein, ich hab's Musik an. So, ich verpiss wieder zur Arbeit. Alter, wie der läuft? Der tanzt beim Laufen, ne? So, kann ich mit dir reden? Nein? Verpiss mich jetzt, ey. Tschüss, ich muss zur Arbeit. Obwohl, nein, ich muss noch was essen. Wie, du hast nur Milch drin, ne? Ah, nur Pizza. Du, dann herzlich gesund, ey. Wo ist meine Jacke? Da ist meine Jacke. Guck nicht so doof. Ich geh jetzt zur Arbeit. Piss dich, ey. Lass das Radio reparieren. Willst du einen Abschiedskurs haben? Ah, sag ich doch. Bin schon voll neutral, ey. Ich dich nicht, tschüss. Ich liebe dich. Bau, bau. Das laggt manchmal so komisch. Ey, die Musik passt voll zu dem. Hallo, willst du mich nicht grüßen? Arschloch. Hallo. Laber nicht. Hi, Tyler. Oh, Carla sucht dich. Ja, ich weiß. Zu langsam. Und, rückt die Pensionierung näher?
Ja, aber Kala sagt das so zu langsam, zu langsam. Und hier so, yeah, Gott sei Dank. So einen auf cool machen, ey, so, yeah. Und bei Kala so, oh, Mitleidstour, damit die wieder schläft, ey. Was für so cooler reingehen. Nein, Jeffrey, ich wusste es. Hey Tyler, welch ein Zufall. Ich hab dich schon überall gesucht. Nein. Oh Mist. Hast du gar nicht. Erinnerst du dich, dass ich dir von einem halben Jahrhundert Piepen geliehen hab? Ich wäre dir dankbar, wenn ich sie möglichst bald zurückkriegen könnte. Dann auf die Fresse, warte Zum mal. Zum Beispiel jetzt sofort. Oh, Probleme. Ich dachte, da gab es irgendwas Cooles, aber da gab es so Spaß. Jeff, ehrlich gesagt bin ich zurzeit ziemlich abgebrannt. Aber keine Sorge, das ist nur vorübergehend und... Tyler, soll ich auch ganz ehrlich sein? Mich interessiert nicht, was du willst, Alter, ich box dich einfach. Deine Geldsorgen interessieren mich nicht. Ich will meine 100 lieben und zwar jetzt. Ja, genau. Schwarze können gut Basketball spielen. Wir spielen eine Partie Basketball um deine 100 Dollar. Gewinnst du, gebe ich dir auf der Stelle 200 Dollar. Aber wenn ich gewinne, sind wir quitt. Dollar? Wenn ich gewinne, kriege ich 200 Dollar? Ich gebe dir mein Wort. Abgemacht. Aber lass dir nicht im Traum einfallen, nicht zu zahlen, wenn du verlierst. Kapiert? Keine Sorge, Jeffrey. Sobald ich zahle, habe, komme ich zu dir. So, rein hier. Hallo, Carla. Valentin. War die Bedienung noch nicht da? Oh, ich schnell, ob er mal da ist. Garrett hat die Ergebnisse. Kommst du mit? Ich hänge nur die Jacke auf und komm dann. Okay, bis gleich. Okay, bis gleich. Eine E-Mail. Alter, du hast voll den hässlichen Pullover, ne? So, meine Kollegin ist weg. An den Putze. Okay, ich spiele eine Runde Basketball hier. Woo. I got a hip, up, the hip. Got a hip, hip, up, the hip, up. Voll Scary Movie 2, diese Szene da, wo die alle in diesem dunklen Raum da sind und Basketball spielen. Oh, das ist ja coole Sau, ey. So, ich gebe keine Chance, die machen es jetzt quitt. Komm, Geoffrey, ich hab Zeit für eine Pause. So, raus hier. Hallo, Carla Valenti. Carla Valenti, agana gada, Carla Valenti. Alter, du hast einen scheiß... Hä? Meinst du, mich anzumachen, oder was? Machst du... Oh, leck.